Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man dieses schöne Lied von Marc Knopfler als Instrumentalstück, es ist ein Instrumentalstück, aber auf einer Gitarre spielen kann. Im Original, glaube ich, sind drei Gitarren beteiligt. Ich versuche es auf einer Gitarre. Capodastra habe ich am zweiten Bund. Das ist jetzt der erste Teil, weil das Lied doch relativ lange geworden ist. Ich beginne mit dem Intro. Ich habe diese Zeichen drüber gemacht, über die Töne, die etwas akzentuiert werden sollen, also etwas lauter gespielt werden sollen. Ich spiele jetzt das Intro, das sind die ersten zwei Takte in langsamem Tempo. 3, 4. Das wird zweimal gespielt, ich spiele es auch zweimal. 3, 4. Unter Anführungszeichen die Strophe, also der erste Teil. 3, 4. Vom Rhythmus muss man etwas aufpassen. Ich spiele es jetzt noch einmal. Also vom Gehweg bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Zusammenhängend etwas schneller. 3, 4. Noch einmal. Dann der gleiche Rhythmus, E-Moll. 3, 4. Jetzt bin ich an der Stelle. Jetzt wiederhole ich alles in langsamem Tempo vom Intro weg bis zu dieser Stelle. Hier beginnt eine völlig neue Melodie. 3, 4. Etwas schöner. 3, 4. Wiederholung. Teil, E-Moll. Jetzt bin ich schon beim ersten Takt der dritten Zeile. Ich spiele es noch einmal von hier weg, ganz langsam. 3, 4. 3, 4. Erster Schluss. Und wenn ich an der Stelle bin, wiederhole ich alles und dann kommt der zweite Schluss dann im zweiten Teil. Spiele ich es komplett, wie es hier steht, mit dem Intro beginnend bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. 3, 4.
zweite Schluss und dann der zweite Teil. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.